Komplexe Zahlen sind eine Erweiterung des reellen Zahlenraumes und zwar beinhalten komplexe Zahlen solche, die negative Wurzeln zu lösen ermöglichen. Also im Klartext, im reellen Zahlenraum war es nicht möglich, die Wurzel aus minus 9 zu bilden. Denn ganz klar, angenommen, man würde vermuten, dass die Wurzel aus minus 9 vielleicht minus 3 sein könnte, dann scheitert das daran, dass minus 3 mal minus 3 gleich 9 ist und nicht minus 9. Also selbst wenn man ein negatives Vorzeichen dorthin setzt, wird wegen minus mal minus gleich plus das Gesamte positiv. Und deswegen ist es nicht möglich, im reellen Zahlenraum eine Lösung des Problems Wurzel aus minus 9, also welche Zahl ergibt mit sich selber multipliziert minus 9, anzugeben. Und deswegen muss man sich da Gedanken machen und muss den Zahlenraum erweitern. Und letzten Endes läuft alles auf die Frage hinaus, was ist denn die Wurzel aus minus 1? Denn diese Wurzel aus minus 9 kann ich auch schreiben als die Wurzel aus 9 mal minus 1. Und wenn ich dann teilweise die Wurzel ziehe, dann kann ich erstmal sagen, das ist die Wurzel aus 9 mal die Wurzel aus minus 1. Und die Wurzel aus 9 ist einfach, das ist 3, denn 3 mal 3 gibt 9. Das bedeutet also, dass das Problem Wurzel aus minus 9 eigentlich eines ist, das Wurzel aus minus 1 beinhaltet. Ja, und da war der Mathematiker Euler ganz gewieft und hat gesagt, ich weiß zwar nicht so genau, was da rauskommt, aber man kann da trotzdem irgendwie mit rechnen und die Lösung Wurzel aus minus 1 nenne ich einfach i. Und das würde bedeuten, dass zum Beispiel i Quadrat gleich minus 1 sein soll. Also er umgeht im Grunde das Problem, indem er dem Ganzen einfach einen Namen gibt und sagt, jetzt kann ich ganz konsequent mit dieser Annahme rechnen. Und dann haben Zahlen neuerdings, also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Problem sehe, haben unter Umständen auch eine Komponente, in der ein solches i drin steht. Denn wenn ich das mal weiter löse, dann wäre das diese 3 mal Wurzel aus minus 1 ist i. Das heißt, die Lösung von Euler für Wurzel aus minus 3 wäre 3i. Genauso könnte man natürlich auch Wurzel aus minus 16 bilden. Überlegen, welche Zahl ergibt mit sich selber multipliziert minus 16. Das wäre dann logischerweise nach dieser Umformung hier, könnte ich wiederum sagen, das ist gleich Wurzel aus 16 mal Wurzel aus minus 1. Und das wäre logischerweise dann 4i. Oder Wurzel aus minus 25, um mal bei den glatten Zahlen zu bleiben, wäre dann 5i. Ja, also das ist erstmal die Einführung dieses Is. Man kann sich das auch in der sogenannten gaußschen Zahlenebene einmal anschauen. Gaußsche Zahlenebene, die stellt eine Erweiterung des Zahlenstrahles dar. Bisher hatten wir hier diesen Zahlenstrahl im reellen Raum, wo man dann einfach von minus unendlich bis plus unendlich hier irgendwo 0 die Zahlen auftragen konnte. Und diese Sache mit dem i erweitert diesen Zahlenstrahl zu einer Zahlenebene. Wir kriegen also eine weitere Koordinatenachse zu unserem Zahlenstrahl. Hier ist jeweils der sogenannte Realteil einer solchen komplexen Zahl, die gerne mal mit z abgekürzt wird. Der Realteil ist einfach das, was wir von den normalen Zahlen kennen, 5, 7, 9, 13. Und hier ist der sogenannte Imaginärteil der Zahl. Und Imaginärteil, daher auch das i, das ist also was, was man sich vorstellt, Imagination heißt ja Vorstellung, das wäre der Anteil der Zahl mit diesem i. Und die Zahlenmenge der komplexen Zahlen wird übrigens mit so einem C abgekürzt, mit so einem C mit einem Doppelstrich. Bisher kennt man sicherlich schon die Zahlen, die rationalen Zahlen, die reellen Zahlen. Vorher gibt es dann noch die ganzen Zahlen und die natürlichen Zahlen. Und dieses C stellt quasi die letzte Erweiterung dieser Zahlenräume dar. So, und wenn ich jetzt eine komplexe Zahl z nehme,
die zum Beispiel 3 plus 4i lauten könnte. Also dann wäre der Realteil dieser komplexen Zahl wäre 3 und der Imaginärteil dieser komplexen Zahl wäre 4i. Also Realteil immer das, wo kein i drin ist und Imaginärteil das, wo i drin ist. Und jetzt kann ich diese Zahl auch in diesem Koordinatensystem einmal auftragen. Also der Realteil bei 3 wäre 1, 2, 3, Realteil 3. Und jetzt wie bei einem Punkt, 3 in die Richtung und z wäre 4i. Und dann habe ich 1, 2, 3, 4. Das wäre also i, 2i, 3i, 4i. Dann wäre diese Zahl, wird dann durch so einen Pfeil gekennzeichnet. Ja, und dieser Zeiger ist dann die Zahl 3 plus 4i. Genauso kann man auch andere komplexe Zahlen da eintragen. Ich könnte also auch die komplexe Zahl z gleich minus 2 minus i da einmal eintragen. Dann wäre der Realteil von z minus 2 und der Imaginärteil von z wäre gleich minus i. Und dann habe ich hier minus 1 minus 2, minus 1i minus 2i und so weiter. Und hier habe ich minus 1, minus 2, minus 3, die ganz normalen Zahlen, wie wir sie kennen. Und dann geht man minus 2 in die Richtung und minus i einen nach unten. Und dann wäre der Zeiger dieser Zahl so. Das wäre dann minus 2 minus i in der gaußschen Zahlenebene dargestellt. Ja, soweit erstmal dazu, was komplexe Zahlen sind. Das sind also solche, die neben dem ganz normalen Realteil der ganz normalen Zahl auch einen sogenannten Imaginärteil enthalten, der darauf beruht, dass man die Wurzel aus minus 1 definiert und dann Kombinationen aus diesen Termen, die Wurzel aus minus 1 enthalten und den normalen Zahlen darstellt. Ja, darstellbar wird das Ganze in der gaußschen Zahlenebene. Und wie man mit den komplexen Zahlen rechnet, wie man sie also addiert, subtrahiert, multipliziert etc., das wird dann in weiteren Videos zu sehen sein.